Hallo Leute und willkommen bei Let's Play Das Schwarze Auge Memoria. Vor ungefähr einem Jahr haben wir den Vorgänger gespielt und zwar Satinavs Ketten und da war ich ja schon total begeistert und dementsprechend freue ich mich riesig hier auf Memoria und ich möchte auch gar nicht lange rumquatschen. Ich kann euch nur sagen, wir werden Geron wiedersehen und ein bisschen was von Gerons Geschichte miterleben und ach, das wird alles so toll. Also wie gesagt, ich freue mich riesig, möchte gar nicht lange quatschen, sondern starte direkt ein neues Spiel. Viel Spaß bei Memoria. Bei den Göttern, das fängt ja gut an. Wo haben diese Leute nur ihr Zelt aufgeschlagen? Wenn hinter der nächsten Biegung wieder nichts ist, kehre ich um. Wünscht ihr eine Einführung in das Spiel? Nein, ich glaube nicht, denn das ist wirklich nur das typische Tutorial, wo erklärt wird, wie man spielt. Und ich denke, das bekomme ich auch so hin. Und ich finde das so toll, den Geron hier wieder zu sehen und die Stimme zu hören. Und das sieht alles so genial aus. Also ich bin jetzt schon begeistert, ne? Könnt ihr euch ja vorstellen. Es ist einfach so Hammer. Diese Hintergründe, ich finde das ja immer so geil gezeichnet. Oh, hallo. Wir müssen aber hier vorne zur Lichtung. Na, endlich. Heda, kleines Mädchen. Giacomo Nauta schickt mich. Ich bin hier wegen des Rätsels. Sprichst du Gareti? Ich bin ein Freund. Giacomo hat mich angekündigt. Er hat den Helden von Andergast angekündigt. Einen starken, mutigen und klugen Mann. Niemanden, den ich ohne weiteres von Kopf bis Fuß aufschlitzen könnte. Ich bin der Held von Andergast. Kannst du zaubern? Dinge mit Feenmagie heilen? So wie der Held die Träume der Andergaster heil gezaubert hat? Es war nicht ganz so. Aber ja, ich kann Dinge magisch reparieren. Dann beweise es. Das hier vor mir ist die fliegende Festung Keshari. Ich habe sie aus meinen Träumen nachgebaut. Aber was ich auch mache, sie kippt immer wieder um. Zaubere, dass sie stehen bleibt. Und ich lasse dich zu meinem Vater. Nichts leichter als das. Nun, das wird ja ein Kinderspiel sein. Geht doch auch ohne Magie. Nein, das geht nicht ohne Magie. So, wir haben Nuris Kette. Ach, ich guck mir erstmal alles an hier. Nuris alte Halskette. Ich trage sie, bis sie wieder tragen kann. Mein getreues Messer. Und hier haben wir die Reparieren- und Zerstören-Funktion. Sieh zu und lerne. Nein. Lernen, dass du eine große Klappe hast? Die Festung ist überhaupt nicht kaputt, sondern einfach nur schlecht gebaut. Rede dich nicht raus. Zaubere, dass sie stehen bleibt. Und ich lasse dich zu meinem Vater. Na gut, dann werden wir doch mal die Truhe hier öffnen. Und eine Glasflasche rausnehmen. Sie ist in etwa so breit wie die Stöckchenfestung. Nun, das trifft sich sehr gut. Dann machen wir die doch einfach kaputt. Legen die Scherben hier drum. Was tust du? Keine Panik. Ich will nur etwas ausprobieren. So, und werden das Ganze jetzt wieder reparieren. Oh. Darf ich jetzt rein? Papa, hier gibt sich einer als der Held aus. Schick ihn rein. Wenn du wirklich der Held bist, dann ein sehr farbloser. Du erinnerst mich mehr an einen dummen, griesgrämigen Bauern. Ich bin Vogelfänger. Und es ist mir inzwischen gleich, was andere von mir denken. Ich habe eine Fee gerettet. Und ich habe ein Königreich befreit. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Nun gut, geh rein und pass auf deinen Rücken auf. Ich bin immer hinter dir. Ah, Geron, wie schön. Komm, setz dich. Setz dich. Seid ihr Fahi? Ja, setz dich. Hast du gut hergefunden? Ja, ja. Man sagte mir, ihr verkauft einen Zauber, mit dem man die Gestalt eines Menschen dauerhaft verändern könne. Eines Menschen? Oder eines Tieres. Aber alles zu seiner Zeit. Tee? Ja, sehr gerne. In Ordnung. Ach, ein Mann mit Geschmack. Das ist gut. Andergast ist kalt, nicht wahr? Es geht. Aber zurück zu eurem Zauber. Natürlich.
Du verstehst, permanente körperliche Transformation ist eine gewaltige Macht. Es gehört schon viel Mut dazu, eine solche Gewalt einzufordern. Ich habe meine Gründe. Ich weiß. Giacomo erzählte davon. Du kennst meinen Preis? Giacomo erzählte etwas von einem Rätsel. Richtig. Du magst doch Rätsel, Geron, oder etwa nicht? Aber natürlich mag ich Rätsel. Natürlich mag ich Rätsel. Sonst wäre ich nicht hier. Ausgezeichnet. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Du wirst es eine Weile mit dir herumtragen, es drehen und wenden müssen und vielleicht auch kurz verzweifeln. Aber hast du es dann schließlich gelöst, ist die Belohnung dafür umso süßer. Woher habt ihr das Rätsel überhaupt? Seit gut 3 Monaten haben ich und meine Tochter jede Nacht denselben Traum. Noch wundersamer ist, dass dieser Traum eine wahre Geschichte erzählt. Eine Erinnerung an eine Zeit vor 450 Jahren, als unsere Welt kurz vor ihrer gewaltigsten Schlacht stand. Ich werde dir nun den Anfang des Traumes erzählen. Mehr brauchst du nicht zu wissen und dir danach das Rätsel stellen. Wenn du es lösen kannst, wirst du die Macht erhalten, deine Geliebte zurückzuverwandeln. Und wenn nicht? Geron, du bist der Held von Andergast. Natürlich wirst du es lösen. Also, bist du bereit? Ja, ich glaube, ich bin bereit. Das Äffchen war übrigens total süß, was er da auf dem Arm hat. Ich bin bereit. Gut, der Traum beginnt, wie ich schon sagte, vor 450 Jahren in einem uralten Gewölbe, weit unter meiner Heimatstadt Fasar. Die Mächte der Finsternis bedrohen das Land. Und die große Entscheidungsschlacht steht kurz bevor, als eines Nachts eine Gruppe von Helden die Grabkammer eines uralten Magiermoguls betritt. Haltet euch bereit. Ich werde nun die Grabkammer öffnen. Sind wir vollständig? Vollständig, meine Fresse. Es hätte schlimmer kommen können. Klar, wir hätten auch den stummen Verkina verlieren können. Oder das Prinzesschen, das nicht kämpfen kann. Beruhig dich, Shabib. Du bist nicht der Einzige, dessen Nerven blank liegen. Oh, das tut mir leid. Musste die Prinzessin etwa Blut sehen? Hat das euer zartes Herz gebrochen? Ja, knack. Ich schätze, nun musst du mich ohne ertragen. Prinzessin Satya, Alric, wir müssen jetzt zusammenhalten. In dieser Grabkammer lauert die legendäre Maske von Malakar. Gelingt es uns, sie zum Heiligen Heer in den Raschtulswald zu bringen, ist die Schlacht gegen die Dämonen nur noch eine bloße Fingerübung. Wenn es uns gelingt und uns diese Mauern nicht vorher verschlingen. Ich beeile mich. Ich kann das Schloss nicht finden. Gebt mir einen Moment. Es muss hier irgendwo sein.
So, das hier ist jetzt also unser zweiter Charakter im Spiel, der zweite spielbare Charakter, und zwar die Prinzessin Satya. Und es hörte sich gerade so an, als hätten die vier hier auf ihrer Reise eine Person verloren. Rachwan, okay, quatschen wir mal mit dem. Warum hat dich das Volk der Verkina verstoßen? Geht dich nichts an. Stimmt, deine Vergangenheit ist ganz allein dein Problem. Hauptsache, du führst uns bald sicher durch die Berge zum Heer. Hauptsache, ich bekomme bald mein Geld. Oh, okay. Du redest nicht viel, richtig? Richtig. Okay. Das fasse ich nicht an. Es sieht klebrig aus und giftig. Was haben wir denn eigentlich im Inventar? Wir haben einen Rubin. Mein Almandin. Mein zorniges Auge. Mein trauriges Herz. Gegen nichts auf der Welt würde ich ihn jemals eintauschen. Hier sind Einkerbungen. Schriftzeichen? Könnt ihr sie lesen? Nein, es sind nur Einkerbungen. Weiter nichts. Ah, das sind die Arme hier von diesen Wächtern. Haben wir ja gerade schon im Intro gesehen, dass sie da verfolgt wurden und kämpfen mussten. Haltet euch von den Wächtern fern, Prinzessin. Selbst ihre abgetrennten Glieder haben noch Leben in sich. Bleib unten. Bleib unten. Bleib unten. Finde ich gut. Ich mag ihre Stimme irgendwie. Wie habt ihr mich vorhin genannt? Shabib. Das ist Tulamidia für kleiner Junge. Ohne mich wärt ihr schon längst tot. Bitte, keine Streitereien. Sie hat angefangen. Okay, also er ist einfach nur irgendein Krieger. Er ist ja, würde ich dann mal sagen, so ein Söldner. Und das hier ist der Magier. Das ist der Grabeingang, wo wir nicht reinkommen. Haltet Abstand. Wir wissen nicht, was sich hier sonst noch verbirgt. Magier? Prinzessin? Heldengruppe. Warum habt ihr gerade uns als Gefährten gewählt? Wen meint ihr im Besonderen? Oh, okay. Warum hast du sie denn ausgewählt? Hattet ihr gezielt nach einer Prinzessin gesucht? Nein, ich hatte nach einem tulamidischen Gelehrten gesandt. Aber ein solcher ist schwer zu finden in diesen blutigen Tagen. Die wenigsten wissen sich zu behaupten und werden schnell Opfer der marodierenden Banden, die derzeit um die Vorherrschaft in Fasar kämpfen. Die Straßen von Fasar waren schon immer ein schreiender Albtraum. Umso größer das Wunder, dass ihr dort so lange überlebt habt. Ihr seid die verstoßene Erbin eines gestürzten Herrschers. Ich hätte meine Dukaten nicht auf euch gewettet. Na, vielen Dank. Harun? Welche Rolle spielte Harun? Er war euer persönlicher Leibwächter. Er sollte euch beschützen. Was er auch getan hat, bis zum Schluss. Es tut mir leid um ihn. Er kannte das Risiko. Wichtig ist, dass ihr am Leben seid. Ah, okay. Also Harun ist ihr Leibwächter gewesen und derjenige, den sie hier verloren haben. Kann der Prügelknabe noch etwas anderes außer um sich schlagen und schreien? Tja, das ist mehr als ihr könnt, Püppchen. Alrik hält uns die Ungetüme vom Hals. Er ist ein guter Mann. Wird Rachwan uns wirklich bis zum Schluss begleiten? Ja. Sobald wir hier fertig sind, wird er uns durch den Raschthulswald zum Heiligen Heer führen. Er selbst ist in eben jenem Gebirge aufgewachsen. Er kennt den Weg besser als jeder andere. Ihr wisst, der Verkiner ist ein Verstoßener. Sogar sein eigenes Volk fürchtet ihn. Wir haben keine andere Wahl. Wir brauchen ihn. Wie kommt ein Magier wie ihr dazu, so eine Gruppe zu führen? Ich wollte mich der Streitmacht in Punin anschließen, als mir ein Adelsmann aus Fasar von der Maske erzählte. Der Rest war eine Frage des Geldes und der Entschlossenheit. Okay. Genug davon. Wie sehen die nächsten Schritte aus? Wir dringen in die Grabkammer des Moguls ein und stehlen die Maske von Malakar. Dann bringen wir sie über die Gipfel des Raschthulswalds zum Heiligen Heer, bevor es in die Schlacht ausläuft. Und dort triumphieren wir oder gehen elendig unter. Die Zukunft dieser Welt liegt in unseren Händen. Ach Gott, so viel. Sprechen wir erstmal über die Grabkammer. Wie tief sind wir? Das wissen nur die Götter. Fasar wurde Schicht um Schicht auf den Ruinen alter Dynastien erbaut. Darunter liegen Gewölbe, so alt wie das Land selbst. Diese Grabkammer zum Beispiel wurde vor 2 Jahrtausenden vom letzten lebenden Magier-Mogul Malakar errichtet. Es heißt, er war ein Großmeister der Elementar- und Transformationsmagie.
Mit einem bloßen Schnippen bog er Erz und Erde nach seinem Willen. Diese Hallen waren sein größtes und letztes Werk. Ihr seid euch sicher, dass hinter dieser Mauer die Maske wartet? Ja, ganz sicher. Niemand weiß, woher der Mogul Malakar die Maske hatte oder ob er sie gar selbst erschuf. Aber er war so besessen von ihr und ihrer Macht, dass er sie am Ende mit in sein Grab nahm. Es heißt weiter, dass es ihm Zeit seines Lebens nie geglückt sei, ihre wahre Macht zu wecken. Was macht sie? Es heißt, dass der Träger der Maske jede verlorene Schlacht, überhaupt jede Niederlage und jeden Verlust in einen ewigen Sieg verwandeln kann. Oh. Wieso nennt es sich das Heilige Heer? Das Heilige Heer ist eine Armee von Geweihten. Nur mit der heiligen Macht der Götter, so glaubt man, kämen wir gegen die anstürmenden Dämonenhorden an. Ihr sagtet, das Heer zieht über das Gebirge Raschtuls. Warum so ein schwieriger Umweg? Die meisten Pässe werden von den Legionen des Bösen bewacht. Zudem gibt es einen magischen Ort über den Gipfeln des Raschtulswalds, wo man hofft, eine letzte entscheidende Allianz zu schmieden. Dort werden wir uns dem Heer anschließen. Wie konnte es nur so weit kommen? Eine Invasion des Bösen in unserer Zeit? Dunkle Zeiten gibt es immer wieder, Prinzessin. Aber was genau dazu geführt hat, spielt keine Rolle mehr. Wichtig ist nur, dass wir bereit sind zu kämpfen. Die größten Helden unserer Zeit haben sich zusammengefunden, um die Entscheidungsschlacht in der gorischen Wüste zu schlagen. Und auf ewig in die Geschichte einzugehen. Wenn wir gewinnen. Und anscheinend sind sie ja in die Geschichte eingegangen, wenn der Fahr hier 450 Jahre später die Geschichte der vier hier kennt. Habt ihr nicht langsam genug gequatscht? Er hat recht. Wir müssen weitermachen. Ihr habt keine weiteren Fragen? Nein, aber ich kann dir Hilfe anbieten. Was ist das Problem? Das Schloss ist verborgen. Ich finde es nicht. Irgendein geheimer Mechanismus. Vielleicht ein Objektum dieser Piratek? Was auch immer. Ihr müsst es öffnen. Ihr braucht wirklich keine Hilfe? Nein. Das Schloss ist garantiert magisch verborgen. Und damit kann nur ich es finden. Okay. Dann mach du mal. Und wir schauen uns hier einfach ein bisschen weiter um. So, diese Flüssigkeit da. Ach nee, wir haben ja nur den Rubin. Die müssen wir wahrscheinlich später mal irgendwann in einem Gefäß auffangen oder so. Ich fühle ein Pochen. Und sie sind warm, wie ein krankes Herz. Ach so, jetzt sagt ich. Ich spüre es. Etwas in diesen Steinen lebt und atmet. Okay. So, das war der Zierbogen mit den Einkerbungen der Wächter. Zur Halle. Kommen wir denn da überhaupt hin? Seid ihr lebensmüde? Ihr habt gesehen, was da draußen für Kreaturen herumlaufen. Sie geht trotzdem. Wenn so die Prinzessinnen in diesem Land sind, dann möchte ich nicht die Könige erleben. Keine Sorge, das werdet ihr nicht. Dem letzten Kalifen von Fasar wurde vor 5 Monaten bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen. War er ein Tyrann? Ja, wie alle Herrscher in dieser Stadt. Außerdem... Was? Habt ihr die Tätowierung auf ihrem Arm gesehen? Ich glaube, es ist das Zeichen Malakars. Sie ist eine direkte Nachfahrin. Wir haben die Ur-Ur-Urenkelin eines verdammten Magier-Mogul-Monsters in dessen Grabkammer mitgenommen? Seid ihr noch bei Trost? Sie ist ein guter Mensch. Vertraut mir, wir werden sie bald brauchen.